Alright, es hat geklappt, jetzt auf einmal. Herzlich willkommen zum nächsten Perspective Talk, ihr Lieben. Wir sind wieder live, willkommen. Heute zu Gast ein ganz besonderer und richtig cooler Typ, der liebe Quirin. Er ist Gründer von Bersox, einer Agentur, die sich auf Personalgewinnung von Autohäusern spezialisiert hat. Und zwei Zeilen vielleicht noch ganz kurz über ihn und seine Agentur. Sie sind, und ich glaube, das kann ich so sagen, eine der Marktführer in diesem Segment, offizieller Kooperationspartner von Audi und VW. Und was so spannend ist, sie sind seit ganz, ganz langer Zeit in diesem Markt aktiv. Und wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass sie die Zielgruppe extrem gut kennen, die Kandidaten gut kennen, wissen, was sie hören wollen, was sie brauchen. Und deshalb funktioniert das ganze System einfach so gut. Und warum wird es heute so spannend für dich, hier live mit dabei zu sein? Und zwar, Quirin hat drei Themen mitgebracht. Nummer eins, wir werden einmal darüber sprechen. Wie hat es Quirin eigentlich geschafft, sich als Agentur so gut zu positionieren und was waren seine Learnings, von denen ihr auch profitieren könnt? Nummer zwei, er stellt den besten und erfolgreichsten Funnel vor, den sie bisher gebaut haben und er meinte auch danach, teilt er den, wenn er ihn kontaktiert, aber da sprechen wir gleich noch dazu. Und warum Floskeln nicht funktionieren und was tatsächliche Benefits sind, bin ich sehr interessiert, weil ich habe schon so viele Recruiting-Funnels gesehen. Und Nummer drei, wie du deine Interessenten tatsächlich Wertversprechen entlockst und die richtigen Fragen stellst. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Herzlich willkommen im Perspective Talk, lieber Quirin. Und ich lege auch direkt schon mal los. Wie bist du eigentlich auf diese ganz spitze Industrie, auf diese Branche gekommen? Danke erstmal für die Einladung, Michi. Freue mich, dass ich da bin. Wie sind wir da drauf gekommen? Wir haben uns allgemein mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt und haben gestartet mit Neukundengewinnung sogar für eine Freundin, die ist Fotografin und das hat so gut funktioniert, dass sie dann ihren Terminkalender sofort voll hatte. Mhm. Aber das hat uns nicht so getriggert. Wir wollten da irgendwie mehr Mehrwert schaffen und ich habe das Ganze ja aufgebaut mit meiner Frau und uns war es beiden immer viel dran gelegen, weil wir beide in Führungspositionen waren, dass sich jemand anders weiterentwickeln kann und das weil der Beruf einfach eine große Rolle im Leben spielt, haben wir gesagt, okay, lass uns das doch mal probieren, ob das auch funktioniert für Mitarbeitergewinnung. Und wir haben dann mit einer bekannten großen Genossenschaftsbank mit einem blau-orangen Logo zusammengearbeitet. Mhm. Und das hat so gut funktioniert, dass die Personalleitung das dann weiterempfohlen hat an ihren Nachbarn und der war Eigentümer von einem Autohaus. Ist er immer noch. Ja. Und mit dem sind wir dann in Zusammenarbeit gekommen und haben innerhalb von 11 Wochen 5 Mitarbeiter eingestellt. Und der hatte vorher 20 und von 20 auf 25 war ein Riesenschritt für den. Wahnsinn. Und der hat gesagt, die hätte der sonst nie gefunden. Und das, was mich dann eigentlich am meisten berührt hat oder uns, war, dass er gesagt hat, ich soll einen schönen Gruß ausrichten von meiner Frau. Er hat uns dann auch eine Flasche Wein geschenkt, weil seine Frau gesagt hat, sie lernt ihn jetzt wieder als Partner kennen, weil normal war bis 22, 23 Uhr halt in der Arbeit. Und Wahnsinn. Durch die neuen Mitarbeiter hat er dann endlich mal wieder auch Privatleben gehabt. Und das war dann so der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, Mitarbeitergewinnung ist es und Autohäuser sind es als unsere Spezialisierung. Wow. Und wann war, das? Bitte? Wann war das? Wann habt ihr da die Entscheidung getroffen? Dass 2020, okay. Also 2019 mit dem ganzen Thema angefangen und dann Anfang 2020 haben wir uns dann da auf die Branche festgelegt und auch einfach festgestellt, dass der Bedarf da ist. Also das muss man auch dazu sagen, wenn jetzt hier jemand zuschaut, der sich noch nicht so sicher ist, worauf spezialisiere ich mich, führt Interviews, sprecht mit den Leuten. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Bedarf auch da ist, aber Fachkräftemangel ist übergreifend in allen Branchen da. Achtet einfach auch drauf, dass das Leute sind, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt. Also ich komme aus dem Vertrieb und habe viel immer mit Immobilienmaklern zusammengearbeitet. Grüße gehen raus, wenn jemand zuschaut. Es ist aber ein spannendes Klientel und wir sind halt immer sehr gut zurechtgekommen mit den Geschäftsführern der Autohäuser und deswegen sind wir dabei geblieben. Spannend. Und was für euch von Anfang an klar, dass ihr sagt, weil ich meine, wir selbst waren ja jahrelang eine Agentur und ich persönlich oder wir hatten nie den Mut, wirklich, ich habe da gerade auch gestern einen LinkedIn-Post dazu geschrieben, unsere größte Fehler als Agentur war es, dass wir nie den Mut hatten, uns wirklich mal gut zu fokussieren damals, sondern wir waren halt so ein bisschen der Bauchladen, wir wollten uns eher so über unsere gutes Design und so weiter differenzieren, aber wie hast du hättest ja auch einfach für diese große Bank, von der du gerade gesprochen hast, ja, für die machen wir ein bisschen Personalgewinnung hier für ein Autohaus, aber warum habt ihr dann die Entscheidung getroffen, hey, wir müssen uns hier wirklich fokussieren? Weil wir wirklich festgestellt haben, dass wir dadurch bessere Ergebnisse geliefert haben.
Also du hast auch mal einen ganz, ganz tollen Post gemacht über Werte im Unternehmen. Und unser erster Wert im Unternehmen ist Kundenerfolg. Weil nur wenn der Kunde seinen Erfolg hat, dann können wir weiterhin erfolgreich sein und werden auch weiterempfohlen. Und wir haben einfach festgestellt, dass wenn wir jedes Mal was anderes machen, einmal uns in eine Bank reinarbeiten, einmal in Gesundheitswesen, einmal in ein Autohaus und einmal in einen Handwerksbetrieb, dass wir nie so gute Ergebnisse erreichen, wie wenn wir bei einer Positionierung bleiben und da einfach richtig, richtig gut drin werden, die Zielgruppe gut kennenlennen, die Geschäftsführer und Geschäftsführerin des Autohauses, was haben die für Probleme und gleichzeitig die Zielgruppe, was brauchen die eigentlich, warum würden die überhaupt wechseln? Das ist ja auch genau das, über was wir jetzt auch dann gleich sprechen werden. Absolut, weil meine Arbeit ist halt einmal, irgendwann, weil wenn du die ganze Zeit einen Kfz-Meister zum Beispiel einstellst oder Mechaniker oder Verkäufer in einem Autohaus, und habt ihr die auch interviewt, die Kandidaten mal, um so herauszufinden, oder sprecht ihr viel auch sozusagen mit der Zielgruppe schlussendlich selbst? Weil dann habt ihr halt wirklich, dann könnt ihr das halt echt häufig wieder übernehmen, weil ihr einfach so ein gutes Zielgruppenverständnis habt, oder ja. Wie? Du nimmst schon einen Punkt weg von okay. Später, aber das genau so ist es. Also zum einen bringen wir unsere Kunden dazu, wir sagen auch Partner, weil es funktioniert einfach nur dieses Thema Mitarbeitergewinnung in der Partnerschaft, ja. Aber unsere Partner bringen wir auch dazu, dass die wirklich mit ihren eigenen Leuten reden, was sie viel zu wenig tun. Und das andere ist, ich habe viele aus der Zielgruppe in meinem Freundeskreis. Also ich komme aus einem kleinen Dorf im Fünfseenland in Bayern, das hört man vielleicht auch an meinem Namen. Und da haben wir jetzt auch unser Büro hier in Inning am Ammersee. Und da habe ich einfach auch im Freundeskreis, die viele in der als Kfz-Mechatroniker und Meister arbeiten. Und ich habe die einfach mal gefragt, was ist eigentlich das Problem? Oder auch, warum bewirbst du dich nicht weg? Und dann hat er einfach auch gesagt, ein guter Freund von mir, Chris heißt der, der hat gesagt, ich habe gar keinen Lebenslauf. Der ist seit der Ausbildung im gleichen Unternehmen und deswegen funktioniert es dank eurer Software so gut, dass wir den von A nach B gebracht haben, weil der einfach keinen Lebenslauf gebraucht hat. Ja, super stark. Ich muss mal ganz kurz sagen, weil wir hier ein paar Kolleginnen und Kollegen auch live haben, bitte schreibt euch eure Fragen hier auch mit rein. Quirin ist so ein cooler Typ. Wir haben die Möglichkeit, eben alle Fragen jetzt zu stellen. Deshalb hier als kleine Aufforderung, wenn ihr was wissen möchtet, vor allem wie man so schnell so eine erfolgreiche, eine coole Agentur aufbaut, dann her damit, sehr gerne. Okay, spannend. Okay, das heißt, ich habe dir hier schon einen Punkt vorgenommen. Das heißt, erster Punkt ist wirklich, ich glaube, das ist in der Regel erstmal das Fundament gewesen, eine richtig gute Positionierung für euch. Und habt ihr von Anfang an direkt über Social Media Recruiting Funnels gebaut? Relativ am Anfang, ja wirklich. Also wir haben die ersten paar Kunden für Neukundengewinnung und auch noch ganz am Anfang Mitarbeitergewinnung nur mit dem Facebook-Formular gemacht. Aha. Und haben auch gemerkt, uns ist halt Qualität ganz wichtig. Beim Kunde sollen im Endeffekt genau die landen, die er auch haben will. Und wir haben halt festgestellt dann, und das war eine Empfehlung von einem guten Freund, der hat einfach gesagt, probier doch mal Perspective. Und es war so einfach, dass wir gesagt haben, wir bleiben dabei und sind bis heute noch Kunde. Perfekt, das freut uns natürlich sehr. Ja. Ja, cool. Möchtest du, hast du Lust, auch den Funnel direkt mal mit uns zu teilen? Gerne. Und deine Learnings absolut. Davon so ein bisschen preiszugeben? Ich springe einfach einmal rein und du sagst, wenn man es sieht. Perfekt, man sieht's. Okay, perfekt. Also man sieht jetzt den ganzen Bildschirm, glaube ich, und oben steht ja auch, das habe ich letztens erst im Personalkongress von Autohaus einmal gezeigt. Ein sehr erfolgreicher Funnel, weil wir innerhalb von 3 Wochen 2 qualifizierte Kfz-Mechatroniker gesucht haben und auch gefunden dann eben fürs Autohaus Gulke. Und was wir festgestellt haben, ist auch, dass die erste Seite einfach brutal wichtig ist. Und da wiederholen wir immer wieder das Werteversprechen oben, bewirb dich in 60 Sekunden. Also wir wollen da auch Klarheit einfach schaffen für diese Zielgruppe, die es rein stereotypisch ganz gern einfach hat und schnell. Und das kann ich halt auch von der Couch machen. Das kriegen wir auch immer wieder in Feedback-Gesprächen mit, weil wir auch alle Leads, die reinkommen, nochmal vorqualifizieren telefonisch, dass sie sagen, du, ich war gerade auf der Couch oder in der Mittagspause, habe die Werbeanzeige gesehen und ich habe dann auch im Funnel oben wieder gesehen, 60 Sekunden ohne Anschreiben, ohne Lebenslauf und deswegen machen die weiter. Und was wir dann auch immer noch machen, ist so ein bisschen so eine rhetorische Frage stellen, sag mal, bist du neugierig, was deine Vorteile bei uns sind? Und das hat einfach auch unsere Conversion Rate von der ersten auf die zweiten Seite nach oben gebracht, dass wir einfach sagen, oder die Bounce Rate runter, so muss ich sagen, weil eigentlich jeder sagt, okay, ja, will ich? Ich will wissen, was sind meine Vorteile oder ich will erstmal mehr erfahren. Und was wir auch festgestellt haben, dass auf der ersten Seite die Seite nicht zu lang sein sollte. Also das Einzige, was wir noch da machen, ist eben ein Gesicht dem Unternehmen geben, Persönlichkeit reinbringen und damit mit der Familie Gulke gemeinsam die 4 Punkte rausgearbeitet, was deren Meinung nach das ist, wovon sie sich abheben. Also die sind mit dem Problem zu uns gekommen, dass sie gesagt haben,
viele wandern einfach in die Industrie ab, weil die Industrie so gut zahlt. Und dann haben wir gesagt, okay, da sind wir, da vermischen wir jetzt gerade schon so ein bisschen die Punkte, aber Frage, die ich immer stelle am Anfang ist so, okay, was ist das Problem? Das war da im Endeffekt, dass die abwandern in die Industrie und dann eben aber auch rausfinden, wie würdet ihr euch als Unternehmen beschreiben? Und die haben sofort gesagt, wir sind ein Familienbetrieb und wir sind ein relativ kleiner Betrieb. Und da denken viele immer, dass das ein Nachteil ist. Aber das muss es nicht sein. Das kann ein Riesenvorteil sein, weil es gibt hundertprozentig einen Kfz-Mechatroniker oder eine Kfz-Meisterin, die sagt, ich will genau in so einem kleinen Team auch arbeiten und mir da meine Zeit verbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und worauf wir auch immer schauen, ist das Primacy- und Recency-Effekt, dass wir ganz am Anfang und am Ende, wie bei einer guten Präsentation, halt immer die stärksten Punkte erwähnen. Also einmal haben die gesagt, Familienbetrieb ist uns einfach ganz, ganz wichtig. Wir kennen jeden unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und am Schluss nochmal, weil wir da immer wieder feststellen, dass leider in der Werkstatt so ein bisschen die Wertschätzung verloren geht. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Dass da schon mal jemand weiß, okay, ich bin da aufgehoben bei einem Unternehmen, die das wirklich auch wertschätzen. Spannend. Und was ich auch wieder cool finde, du hast gerade von deinem Freund Chris, glaube ich, gesprochen. Ja. Dass der gar keinen Lebenslauf hat. Und da merkt man schon, dass ihr, ich finde häufig im Online-Marketing, man schreibt so irgendwas hin. Und irgendwie wirkt das gerade so auf mich, auch ganz oben, wo der Funnel beginnt, mit diesem Wertversprechen, was du ganz oben hingeschrieben hast, mit diesen 60 Sekunden ohne Lebenslauf, als ist alles total, also jeder Satz ist halt überlegt. Es ist nicht, du hast das, es geht halt nicht um Floskeln, oder? Das ist das, was du auch damit meintest. Das ist sogar ganz, ganz wichtig. Also kommen wir später auch noch gleich bei den Vorteilen drauf zu sprechen. Wir hören ganz oft zu Floskeln. Ich habe auch Beispiele rausgesucht, wenn ihr darauf eingehen wollt. Aber im Endeffekt darf ich mir immer überlegen, was ist das, was ich denke, was toll ist? Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe einen modernen Arbeitsplatz. Ja, aber was heißt das? Das heißt, du kriegst einen Laptop, du kriegst ein iPhone und du hast einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Der wiederum ist gut für deinen Rücken und deswegen bleibst du gesund, weil die Gesundheit ist das wichtigste Gut für dich, lieber Mitarbeiter. Also wirklich ein, zwei Schritte weiter überlegen, immer aus der Linse vom Bewerber und überlegen, okay, was bringt's dem Bewerber? Und nicht, ich als Unternehmen habe da was hingeschrieben, dass ich einen Vorteil habe. Verstanden. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Seite. Also wir gehen gerne im Prinzip Vorleistung erstmal ein, zwei Schritte auf die Fachkraft zu und sagen nicht, okay, das wäre deine Aufgabe und jetzt bewirb dich, sondern wir sagen, schau mal, darauf kannst du dich freuen. Du kriegst natürlich einen überschnittlichen Lohn. An der Stelle auch gleich nochmal so ein Punkt, Geld ist nicht immer das Wichtigste. Also es gibt viele Statistiken dazu, dass Geld eigentlich eher so ein Hygienefaktor sein sollte. Das muss passen, das darf nicht schlecht sein, aber die Leute wechseln, und das sagen die uns ständig in den Vorqualifikationsgesprächen, wegen ganz anderen Punkten. Die kommen die wollen woanders weg oder möchten woanders hin, wegen fehlender Wertschätzung, wegen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, weil die zu lang pendeln oder. Aber Lohn ist so ein Punkt, der ist bei vielen immer noch, spielt eine Rolle. Und deswegen kann ich ihn auch ganz am Anfang nutzen. Aber da auch noch ein Tipp, wenn das sich ein Kunde traut, gerne auch mit einer Zahl reingehen. Also wichtig ist natürlich, dass ich mir dann intern keine Unruhen schaffe. Aber wenn ich eine ganz klare Zahl habe, mit der ich mir werben kann, dann ist es so, jeder, der drunter ist, springt raus aus dem Prozess und damit sparen wir uns Zeit ganz hinten. Weil wenn der schon im Bewerbungsgespräch ist und dann passt es wegen dem Lohn nicht, dann ist es schade. Aber wenn jemand drunter liegt mit seinem aktuellen Gehalt und dann da sieht, schau mal, die Zahl, die könnte es sein und ich kann ja mich immer absichern mit den Worten bis zu, dann ist es so, dann hat da jemand noch mehr Lust, weil dann kann er sich weiterentwickeln gehaltlich. Wir arbeiten auch ganz viel mit Bildsprache. Also zum Beispiel ausreichend Urlaub im Jahr. Wir haben da absichtlich keine Zahl hingeschrieben, weil es ist nicht so viel, wie es sein könnte. Aber wir bauen Bilder rein. Egal ob am Strand oder auf Balkonien, bei uns kommst du genügend Zeit, um komplett zu entspannen. Und je länger du dann dabei bist, desto mehr Urlaub gibt es. Das heißt, wir stellen wieder eine Verbesserung in Aussicht. Ja, stark. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde es super gut. Cool, das freut mich. Ich finde es, was ich so wertschätze, ist, dass ihr euch einfach über jedes, ich merke das nämlich so häufig, wenn ich Funnels ansehe, es wird irgendwas hingeschrieben und ich bin einfach ein großer Fan, bei uns gibt es diesen Wert in der Firma weniger, aber besser. Und wenn man sich einfach das gut überlegt und so wirkt es auf mich, also ganz ehrlich gesagt, ich freue mich selbst, wenn du den Funnel einmal danach mit mir teilst, mit uns teilst, weil ich den echt richtig stark finde als Inspiration. Richtig cool. Schön. Hast du da noch eine Frage? Hast du eigentlich schon mal getestet alle Vorteile, weil da gibt es ja in der Community auch oft immer wieder Gespräche darüber, ich weiß nicht, ob ihr es getestet habt, dass man eigentlich alle Informationen auf die Startseite hinpackt, auf die erste Seite und dann beginnt sofort der Bewerbungsprozess.
versus so wie du es machst, ist ein bisschen, sorry, jetzt muss Stückeln. ich gerade die Kamera also umschalten. Genau, stückeln auf verschiedene Seiten. Haben wir wirklich und wir haben bessere Ergebnisse gehabt bei unserer Zielgruppe. Das möchte ich immer noch mal irgendwie so ganz klar betonen, weil wir dadurch gleich zeigen, okay, da geht was voran. Ich habe nicht eine Seite, die erste nämlich, wo ich 3, 4, 5 Mal durchscroll, sondern ich habe ein paar Punkte und dann geht es weiter und dann sehe ich, okay, cool, das geht gleich weiter und ich habe erstmal Vorteile. Dann komme ich auf die nächste Seite, das geht auch relativ schnell. Dann habe ich wieder Vorteile. Und dann sind wir auch relativ schnell, kann ich auch gleich wieder zeigen, dann eben an dem Punkt, wo der Gegenüber sieht, okay, es geht nur noch die Hälfte der Zeit. Am Anfang wurden mir versprochen, es dauert 60 Sekunden. Und die 60 Sekunden habe ich auf der Couch. Wenn ich dann sage, Frage 1 von 5, es dauert nur noch 30 Sekunden, dann freue ich mich, weil endlich mal jemand sein Werteversprechen einhält. Und ich bin da gleich durch. Ohne Anschreiben, ohne Lebenslauf. Das heißt, Spannend. wir haben es absichtlich gestückelt, damit jemand sieht, da geht was voran. Okay, richtig cool. Ich finde es auch echt richtig gut so, weil es ist auch einfach eine bessere Struktur. Ich bekomme jetzt erstmal das und es ist nicht so beliebig so, ah, hier scroll ich mal drüber, sondern es ist eine Seite, die will mir was erzählen und es gibt dem Ganzen auch einen Fokus. Und schau mal, Michi, das fällt mir jetzt auch gerade auf, während wir diesen Call machen. Wir haben die ersten zwei Punkte genau besprochen. Den dritten und den vierten, da haben wir jetzt auch gar nicht mehr drüber gesprochen, sondern ich habe gleich weitergeklickt. Merkst du das? Also irgendwann ist dein Gehirn auch einfach voll und ich denke, ja gut, die haben noch einen Vorteil und noch einen und noch einen. Jetzt waren wir gerade auf der nächsten Seite, wo ein Rafting-Bild ist, wo wieder, das ist so ein, wie ein Pattern-Interrupt, sag mal, ja cool, die machen auch außerhalb der Werkstatt was miteinander. Also die müssen sich ja irgendwie verstehen, sonst würden sie nicht Team-Events machen, ein Whitewater-Rafting. Also, das heißt, ich habe auch mehr Möglichkeiten, nochmal was reinzubauen, ohne dass halt ich ewig scrollen muss. Ja, top. Bevor wir auf den Funnel gehen, ist es fein, wenn wir eine Frage. Patrice hatte nämlich eine Frage gestellt. Gern. Ich Hey, freue mich über Quirin. Fragen. Dann alle, die noch dabei sind, schreibt die gerne rein, ja? Wir sind hier deshalb live, das ist die Chance dafür. Hey Quirin, nutzt du hauptsächlich Facebook Meta, um Traffic für deine Funnels zu generieren? Wenn ja, Ja. welches Tagesbudget setzt du an und welche Zielgruppengröße empfiehlst du? Also wir arbeiten gern mit 30 bis 40 Euro. Da haben wir einfach die besten Ergebnisse. Und das ist auch so ein Budget, wo der Kunde nachvollziehen kann und auch gerne noch zahlt. Und dann sind wir immer in einer Zielgruppengröße von 750.000 bis 1 Million unterwegs. Und dann arbeiten wir immer noch mal mit einer offenen und mit einer Interessenszielgruppe. Top. Patrice, hat das soweit geklappt? Ansonsten schreibt gerne nochmals. Wenn nicht, sofort melden. Was ich habe natürlich, ich weiß nicht, was auch eine Frage, die eher so für euch als Agentur, wo viele natürlich stellen, wie macht ihr das Pricing? Möchtest du da so ein bisschen, also ist es irgendwie, hey, also Gesamtbudget? X und da ist das Medienbudget schon drin oder sagt ihr, weil du es gerade angesprochen hast, deshalb kam es mir gerade, oder sagt ihr, hey, 30, 40 Euro, ihr übernehmt das Budget, wir lassen es so lange laufen oder wie strukturierst du das? Oh, wie antworte ich jetzt auf die Frage? Also, wir machen es so. Wir haben am Anfang bei jedem Neukunden einmalige Setup-Gebühr, weil wir da am meisten Aufwand haben. Also auch genau das, wo wir gut drin sind, dass wir eigentlich machen wir ein Mini-Coaching mit dem Unternehmer, weil die machen sich manchmal gar keine Gedanken, was ist eigentlich mein USP, warum, wo bin ich eigentlich gut drin? Da haben wir einfach den meisten Aufwand. Und deswegen gibt es eine einmalige Setup-Gebühr. Dann haben wir ein monatliches Honorar und wir sind nicht erfolgsbasiert unterwegs, weil wir sagen, wir haben einfach einen Aufwand. Und der bleibt mehr oder weniger gleich. Und ob der Kunde dann einen Mitarbeiter einstellt in einem Monat oder 5 Mitarbeiter, da waren wir auch letztens mal im Interview in so einer Auto-Business-Zeitschrift, die halt eben die ganzen Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen bekommen. Das ist uns dann, wir freuen uns einfach mit. Es ist uns nicht egal natürlich, aber es kostet den Kunden nicht mehr, weil wir machen die gleiche Arbeit. Und das finden wir einfach fair. Und dann freuen wir uns einfach lieber über einen glücklichen Kunden, als dass wir dann nochmal ein X-faches abrechnen. Und zum Werbebudget, da gehen wir einfach mit einer ganz klaren Empfehlung rein. Wenn jemand einfach nicht die Kaufkraft hat oder sagt, du, ich kann bloß, keine Ahnung, 750 Euro investieren, da müssen wir halt immer schauen, passt es dann eben auch von der Region, ist es in der Stadt? Also da gibt es dann noch verschiedenste Parameter. Aber ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Setup, Honorar für uns und Werbebudget. Perfekt. Und dann könnte man sozusagen ja unterstellen, ihr seid nicht richtig incentiviert für Erfolge, aber das stimmt ja nicht, weil am Ende des Tages ein Autohauskunde, er sucht kontinuierlich neue Mitarbeiter und am Ende des Tages jeder Kunde, auch oder jedes Unternehmen, auch wir als Unternehmen, wir verdienen unser Geld mit wiederkehrenden Kunden und das ist bei euch genauso.
Ja, genau. Und Schlussendlich. wir wollen, Ja. ja, und es ist auch wirklich so, wir wollen uns ganz, ganz klar abheben und differenzieren von Headhuntern. Also das wollen wir ganz klar nicht sein. Ich war Ja. mal in einem Ingenieursdienstleistungsbüro, wo wir Menschen verkauft haben und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also im Endeffekt haben wir da unseren Wert, indem wir sagen, wir wollen Menschenleben verbessern, weil du einfach so viel Zeit in der Arbeit verbringst, dass ich sage, Kfz-Mechatroniker geht vom Auto aus A zu B und ist dann da glücklich. Das ist Ja. so unser interner Antrieb. Und deswegen wollen wir ganz klar keine Leute verkaufen, sondern einfach zusammenbringen, was zusammengehört. Verstanden. Und auch Ja. wieder gut, weil sonst der Kunde, ja, nee, der Bewerber ist nicht so gut oder ich bezahle euch ja eh nur, wenn ihr mir jemand bringt. Und so ist er auch wieder besser incentiviert, wirklich mitzuhelfen, weil er bezahlt eine Dienstleistung und sich wirklich auch um die ganzen Bewerber zu kümmern. Genau Macht absolut richtig. Sinn. Ja. Ja, und so muss ich auch sagen, so sind wir sicherlich auch in der Nische, in der wir sind, so ein Vorreiter geworden und so präsent, weil die uns einfach dann intern, und so ist übrigens auch, ne, hier, die Seite, die Kooperation entstanden mit dem APS, also das Qualitätsnetzwerk von VW und Audi, weil die uns teilweise dann durchgereicht haben und gesagt haben, hey, ich habe einfach so gute Erfahrungen, weil es klappt und die rechnen trotzdem den gleichen Preis ab und es war einfach fair. Perfekt, ja, super, Hammer. Cool, okay, dann lass uns gerne wieder rüber starten zum So, Funnel. Ich genau. bin gespannt, wie die zweite Seite aussieht. Also erstmal mit einem leichten Pattern Interrupt. Also man denkt vielleicht jetzt nicht, dass da jetzt ein Whitewater-Rafting-Bild kommt. Und da haben wir auch gemerkt, dass das an den Zahlen, Daten, Fakten dann so gut funktioniert hat, weil wir auch gleich mit dem reingehen und sagen, schau mal, wir machen auch coole Firmen-Events. Weihnachtsfeier, Grillfeste, Sommerfeste. Da sagen auch viele von unseren Kunden, das ist ja normal. Dann sage ich, nee, das ist nicht normal. Lass uns das hinschreiben, das stärkt den Zusammenhalt. Ich habe letztens erst wieder jemanden, ein kleineres Autohaus, der hat zu mir gesagt, der Silbernagel, bei uns ist nichts toll. Wir sind halt ein kleines Autohaus und wir fahren ab und zu auf die Hütte. Und sage ich, ja, warten Sie mal, Sie fahren auf eine Hütte. Was machen Sie denn da? Ja, da gehen wir wandern und grillen und trinken halt mal ein Bier. Und ich sehe, ja, ist doch super, dann lassen Sie uns das reinschreiben. Ja, Muss man perfekt. natürlich darauf achten, dass es sich gut anhört. Aber das sind Ja. einfach so Sachen, wo auch, was die Geschäftsführer denken, was normal ist. Das könnte der USP sein, wo andere gar nicht dann denken. Oder Grillfeste zum Beispiel. Das gibt es in größeren Unternehmen gar nicht. Und das ist wiederum auch der Punkt, wo kleinere Unternehmen sich hervorheben können. Ja, Digitaler stark. Arbeitsplatz ist genau das, was ich gemeint habe. Zum Beispiel digitale Dialogannahme oder ein Laptop für Reparaturleitfäden. Das ist genau das, dass ich da konkreter werde, zum Beispiel. Bei Schulungen, da schreiben wir am liebsten, wenn der Kunde das auch preisgeben möchte oder auch hat, dann rein, was genau gibt es für Schulungen für den Kfz-Mechatroniker, einfach um da immer konkret zu sein. Ja. Genau. Okay, und du teilst die Vorteile auf zwei Seiten. Darf ich mal sehen, bei der ersten Seite, was hast du da als Call to Action unten dann stehen? Okay, stark, was bietet ihr mir noch? Okay, verstanden, alles Also klar. auch immer aus Sicht vom Bewerber geschrieben und dann auch immer noch mal so, war cool, also positiv, Ja. dass du auch in den Kopf vom Gegenüber reinbringst, stark. Und es ist ja auch stark. Was Ja. bietet ihr mir noch? Das heißt, ich gehe nochmal stelle mich nochmal in die Schuhe vom Bewerber und sage, okay, was gibt es denn noch? Und dann gibt es dann nochmal was. Also wir haben noch zweite Seite mit Vorteilen. Und dann ist der Call to Action, sag mal, okay, das gefällt mir. Das hoffe ich an der Stelle, dass es dann jemand gefällt. Wie sieht denn ein Tag bei euch aus? Und dann kommen wir eben kurz einmal in die Tätigkeitsbeschreibungen rein. Und da gibt es dann wirklich halt auch hier wieder Möglichkeiten, dass ich einfach sage, bei Serviceassistenz zum Beispiel, du bist das Gesicht vom Unternehmen. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, das. Also einfach auch nochmal mehr mit Bildsprache, emotional irgendwie das Ganze verpacken. Also hier, du sorgst dafür, dass unsere Werkstatt durch die optimale Diagnose, Instandsetzungsleistung und Wartung, das sind ja bei einer normalen Stellenbeschreibung einfach bloß Stichpunkte, zur Kundenzufriedenheit im Servicebereich beiträgt. Also du weißt, du machst den Kunden happy. Und das ist ja das Schönste, wenn du dann da jemanden anziehst, dem es nicht egal ist, ob der Kunde zufrieden ist, sondern der sagt, ja, davon fühle ich mich angesprochen zum Beispiel. Ja, absolut. Genau. Und dann gehen wir eben rein und das war am Anfang so eben das Prinzip Vorleistung. Wir gehen da auf jemanden zu und dann kommen wir natürlich auch irgendwann zu dem Part, wo wir sagen, sag mal, hast du eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker? Ja, Und da okay, kommt cool. eben auch Dauert das, maximal 30 Sekunden, okay. das meinte ich auch nochmal, dass man da jemanden abholt und einfach dann ja, die Erwartungshaltung nochmal einhält und sagt, wir haben es gleich, wir sind gleich fertig, nicht ungeduldig werden. Und dann auch nochmal wichtig, bei leider nein, da muss ich jetzt natürlich im Editor nach hinten klicken. Ja. Dann sagen wir natürlich jemandem ab. Ja. Aber was für uns wirklich nochmal ein Game Changer war, ist zu sagen, sag mal, kennst du vielleicht jemanden, für den es interessant sein könnte in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis? Und dann kannst du das per Link in WhatsApp weiterschicken. Also wir sagen jemand ab und wem wird hier zum Beispiel abgesagt? Das haben wir uns auch überlegt. Abgesagt oder wer klickt drauf, dem dann abgesagt wird. Das war unsere Überlegung im Team. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Azubi könnte draufklicken, der hat aber die Ausbildung noch nicht fertig.
Den wiederum konnte Herr Gohlke nicht brauchen, aber wen kennt ein Azubi, der Kfz-Mechatronik lernt? Weitere Kfz-Mechatroniker, die halt schon die Ausbildung abgeschlossen haben. Und dadurch haben wir auch schon von Leuten, die rausgefallen sind aus dem Prozess, Leute wiederum in den Prozess reinbekommen. Das ist ja ganz kostenfrei, weil die Frage auch gerade kam mit Werbebudget. Das heißt, das kostet uns ja nichts. Und wenn ich jetzt auf diesen WhatsApp-Button klicke, dann wird einfach der Funnel-Link geteilt. Oder? Dann geht automatisch WhatsApp auf und das ist ja in Ordnung, weil mit Perspective sind wir an der Stelle fertig. Das heißt, wir springen raus aus Perspective und rein in WhatsApp und dann ist ein automatischer Text, wo steht, schau mal, diese Stelle könnte für dich interessant sein und dann der Link und dann muss ich nur noch in meinen Kontakten anklicken, wem schicke ich es zu. Okay, und dann ist der Link vom Funnel wieder drin. Korrekt. Okay, und dann sieht man wieder die Vorteile. Ja, perfekt, okay. Und habt ihr da auch eine Zahl? Habt ihr da mal was getrackt? Also konntet ihr schon mal jemanden durch über Empfehlung einstellen? Wir wissen von zwei. Also wir wissen einmal von der Situation, dass wirklich jemand, das war genau die Azubi-Geschichte, ein Azubi, der rausgefallen ist und der hat dann jemand weiterempfohlen, der dann eingestellt worden ist. Und der hat dann gesagt, ja, das ist ja super. Ich weiß gar nicht, von was für einer Werbeanzeige ihr sprecht, aber das hat mein Freund einfach weitergeschickt. Und ich so, ja cool, wechselt dann dein Freund mit dir gemeinsam, sagt er, nee, der hat eine Absage bekommen. Und ich so, ja cool, passt. Das okay, andere stark. Ist, das will ich euch ganz am Ende zeigen, was wir mit dem Traffic machen, den wir eingekauft haben. Aber da komme ich gleich nochmal dazu. Okay, perfekt. Gut, und dann sind es Vorqualifikationsfragen. Bei uns hat der Kunde relativ viel aussortiert, also keine Erfahrung, 1 bis 3 Jahre Erfahrung haben wir rausgenommen aus dem Prozess. Mit der gleichen Call to Action mit WhatsApp das zu teilen, diese Möglichkeit wieder drin. Dann nochmal kurze Mehrfachauswahl, die möglich ist, einfach um denjenigen ein bisschen einzuschätzen. Dadurch, dass wir die Leads alle nochmal anrufen, können wir uns dann auf diese Punkte beziehen. Du hast gesagt, du bist ein Teamplayer, was würdest du denn darunter verstehen? Uns ist das nämlich auch so wichtig. Dann, worauf freust du dich? Das sind auch nochmal so Punkte, wo ich einfach weiß, wer ist der Gegenüber? Geht es jetzt da eher ums Gehalt oder eher um das sympathische Team? Dann die klassische Frage der Erreichbarkeit, wo wir verschiedene Slots vorgeben und dadurch festgestellt haben, dass wir die gegen die Bewerber viel, viel besser erreichen. Boah, und die Frage, ich finde die richtig stark, weil dann kommt dieses Opt-in, ich finde, das hat zwei Vorteile, weil oft ist es so, ich klicke mich durch Fragen durch, ich habe das Gefühl, oh, hier interessiert sich jemand für mich. Fragen kommen ja allgemein extrem positiv an, auch wenn es sozusagen darum geht, dass ich etwas von mir preisgebe, kommt einfach gut an, wie wir herausgefunden haben. Aber oft kommt dann einfach dieses Opt-in-Formular mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und irgendwie wirkt diese Frage hier auch irgendwie so als guter Übergang erstmal. Also, wann bist du am besten erreichbar? Ich habe noch gar keine Telefonnummer hergegeben, aber ich bin schon mal mehr in diesem Mindset. Ich werde dann vielleicht angerufen und die fragen mich noch, wann es passt. Super spannend. Aber vielleicht hast du noch weitere Insights dazu. Ich finde es interessant, dass du das jetzt als so besonders erkennst, weil für uns war das einfach ein notwendiger Step, um jemanden so ein bisschen anzuwärmen, genau wie du es gerade richtig gesagt hast. Und um einfach auch für uns hinten die Zahlen zu verbessern, wie gut erreichen wir die Bewerber. Ja. Weil wir haben auch nochmal, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, glaube ich, für uns zu anderen Agenturen, wir rufen jeden einzelnen Bewerber an, weil wir festgestellt haben, die Geschäftsführer, die kommen nicht dazu, die rufen nicht 5-mal hinterher, sondern die rufen einmal an, wenn da jemand nicht hingeht, der arbeitet von mir aus gerade als Kfz-Mechatroniker, dann ist er raus. Und es fällt ja immer der Kampagnenerfolg auf uns zurück und deswegen haben wir ein ganzes Team von Werkstudenten, die einfach darin ausgebildet wurden, wie die da anrufen müssen, was die fragen müssen und dann eben da Vertrauen aufbauen und dann eben dann sagen, okay, jetzt das und das ist der nächste Schritt und das ist dann wieder kundenindividuell. Das heißt, den Schritt haben wir einfach gebraucht, um die Erreichbarkeit zu erhöhen, aber es freut mich, wenn du auch einen Insight hattest. Super cool, ja, perfekt. Und dann haben wir es auch schon gleich, auch zur letzten Frage, also wir zeigen auch immer gleich, okay, wir haben es bald wieder. Okay, Wertschätzung, wow, der Job scheint zu dir zu passen, wie können wir dich am besten erreichen, der Klassiker. Name, E-Mail, Telefon und Datenschutz. Und dann ist uns auch aufgefallen, ein bisschen mehr Persönlichkeit noch reinbringen. Und hier die Laura zum Beispiel, die ist bei uns aus dem Team. Also ich weiß, welches Gesicht ruft mich da an, mit welcher Nummer. Und dann wird auch der Anruf angenommen, wenn eine fremde Nummer anruft. Ja. Und dann auch nochmal erklärt, pass mal auf, 5-minütiges Kennenlerngespräch, sollten wir zueinander passen, lad mal dich ein. Und jetzt trag dich jetzt oben ein und dann scroll ich wieder nach oben. Spannend. Bist du derjenige, der die ganzen Funnels bei euch baut? Auf gar keinen Fall. Nee? Nee, das machen unsere Mädels drüben im Marketing-Team. Okay, aber wer kam so auf die ganzen kleinen Hacks, die ihr da so eingebaut habt? Weil zum Beispiel, das sehe ich auch zum ersten Mal hier mit der Opt-in-Seite, mit diesem Foto. Okay.
Das mit der Persönlichkeit war einfach, weil wir mal gescherzt haben, weil unsere Mädels halt alle super sympathisch sind und wir wussten, wer die Zielgruppe ist und wir wussten halt auch, dass die Zielgruppe gerne ein sympathisches Mädel anschaut. Okay. Und dass sie dann sich freut auf den Anruf eher, als wie wenn ich da kein Bild habe oder ein Bild von einem Typ. Okay, haben verstanden. Wir sogar getestet. Oh, habt ihr sogar getestet? Ja, wirklich. Wirklich. Wahnsinn. Okay. Ja. Okay. Genau. Und letzter Insight, den will ich einfach noch mitgeben nochmal. Ja. Überlegt mal, wer trägt sich jetzt hier ein? Also wer bewirbt sich? Und das macht im Bestfall jemand, der die Fragen oben ehrlich beantwortet hat. Das heißt, er ist ein Kfz-Mechatroniker mit Ausbildung und Erfahrung, oder? Mhm. So, und dann habe ich ihn auf der Bestätigungsseite. Und anstatt da zu sagen, okay, Feierabend, danke dir, wir melden uns, gebe ich ihm nochmal die Möglichkeit, und zwar der richtigen Zielgruppe dieses Mal. Kennst du nicht jemanden, dem du das noch teilen möchtest? Und das war eben das Krasseste. Und damit können wir es dann aber auch gut sein lassen mit dem Funnel, dass du nicht wieder überrascht bist, dass ich zurückspringe, Michi. Ja. Da haben wir zwei Freunde gleichzeitig von einem Unternehmen zum nächsten bewegen können, weil die einfach gesagt haben, du, wir sind beide nicht glücklich. Und der eine hat es gesehen und hat es dem anderen weitergeleitet. Und das war natürlich dann Checkpoint für den Kunden. Super. Ey, richtig cooler Funnel. Also, danke. Und wie bekommen wir den jetzt alle, für die, also, die ihn haben möchten? Also erstens ist es, glaube ich, eine Aufzeichnung, oder? Das, glaube ich, bleibt das irgendwo. Das heißt, ihr könnt es jetzt manchmal nachbauen. Wer nicht so fleißig sein will, kann sich gern melden. Also ich wollte Dann bei dir einfach über Facebook melden oder das ist dir am liebsten oder LinkedIn oder beides, egal. Genau, eins von beiden. Okay. Ja, super, also echt cool, viele Learnings. Mein Top-Learning ist am Ende des Tages, oft, wenn man in diesem Markt einfach drin ist und man hat seine Zielgruppe als Agentur gefunden, man weiß, für wen man aktiv ist, dann kommt es echt auf diese kleinen Feinigkeiten an. Dann geht es wirklich darum, eine Liebe zu entwickeln für gutes Copywriting, eine Liebe zu entwickeln für die Zielgruppe und einfach, ja, super, super stark sozusagen, ja, einfach super eng mit der, versteht, mit wem man eigentlich spricht, auf beiden Seiten, sowohl Kunde als auch Kandidaten. Und werbeanzeigenmäßig, hast du da noch Erfahrungen? Oder Learnings, die du damit uns teilen kannst? Also produziert ihr Videos, wie ich häufig sehe, wirklich für einen Kunden oder habt ihr eher statische Fotos und was ist da das Wertversprechen da drauf? Okay, also auch da wieder Split-Testing, ganz, ganz wichtig. Also immer Karussell, immer mit Bild und immer mit Video. Im Bild, ganz, ganz wichtig, haben wir festgestellt, wir bauen immer die drei Vorteile gleich noch direkt ins Creative rein. Und wir nehmen nur noch Bilder, wo jemand sympathisch in die Kamera lächelt. Weil das ist das, was wir alle sehen wollen. Ein sympathisches Gesicht, was lächelt. Und dann noch die drei Vorteile auch ins Bild knackig rein. Videos haben wir einen starken Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben einfach richtig coole Ideen und die machen dann die Videos. Und beim Karussell ist das Gleiche. Einfach auch wieder sympathische Teamfotos, gerne auch mal ein Selfie zum Beispiel. Also da kommt es immer darauf an, wie offen ist der Kunde. Creative ist ein ganz, ganz großer Hebel, stellen wir fest, aktuell. Und das noch in Kombi mit einer guten Hook. Und eine gute Hook kann auch immer nur entstehen, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich die Zielgruppe kenne. Und da will ich noch zwei, ich weiß nicht, zeitlich, glaube ich, sind wir drüber schon. Die will ich unbedingt noch teilen. Also was wir wirklich gerne machen, ist, wir zeigen dem Arbeitgeber wirklich mal auf, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, warum sollte jetzt jemand als Kfz-Mechatroniker vom Unternehmen A zu dir wechseln, wenn er doch im gleichen Job bleibt? Ja. Manche fangen voll an, sich zu verkaufen. Das ist ganz spannend, auch in unserer Nische eben. Manche fangen voll zum Stottern an. Und da ist es wirklich unsere Aufgabe, finde ich, als Marketer, als Mitarbeiter, als Agentur, da so in so ein Mini-Coaching reinzugehen und das aus denen rauszukitzeln. Und das eine ist, dass wir einfach sagen, okay, wir geben denen wirklich eine Aufgabe mit und geh doch heute mal in die Werkstatt und frag deine Jungs und Mädels, warum die eigentlich da sind. Aha. Das ist ganz, ganz spannend. Dann rufen die teilweise am nächsten Tag an und sagen, das war voll interessant, was die mir alles erzählt haben, warum die eigentlich da sind. Ja. Und das ist das Zweite, was ich euch noch mitgeben mag, ist wirklich, dass wir dann auch fragen, okay, wenn sie es jetzt nicht wissen, warum jemand zu ihnen kommen sollte, dann fragen wir immer, okay, was ist denn ihr größter Konkurrent? Wo laufen denn eigentlich alle gerade hin? Und dann fangen sie alle an zum Wettern und sagen, ja, dahin laufen alle, weil der zahlt so gut und der macht das und das und das. Und währenddessen schreiben wir das mit und dann sagen wir, okay, als erstes haben sie gesagt, der zahlt so gut. Zahlen sie denn ähnlich? Und dann gehen wir darauf ein. Das nächste ist, der ist so groß. Und dann sage ich, okay, ist es zwingend für jeden Kfz-Mechatroniker ein Vorteil? Nee, muss nicht sein. Können Sie sich vorstellen, es gibt auch jemand, der sich darüber freut, in einem kleinen Unternehmen mit einem tollen Team, mit einem tollen Zusammenhalt, dass der lieber da arbeiten würde? Sagt er, ja klar.
Und dann bauen wir quasi aus dem, was ihr denkt, das ein Nachteil ist, bauen wir die Vorteile. Und das funktioniert super gut. Also die zwei Sachen probiert ihr mal aus. Schickt mal euren Kunden wirklich ins Gespräch mit seinen eigenen Mitarbeitern. Das machen die nämlich selten. Hammer. Und das andere ist dann eben wirklich aus dem, was man denkt, der Nachteil, wird zum Vorteil, das umformulieren. Braucht ein bisschen Übung, aber wer Fragen hat, kann sich immer melden. Ja, richtig gut. Hammer. Okay, danke dafür die ganzen Insights. Wir machen jetzt noch eine Fragenrunde für alle, die jetzt noch live dabei sind. Quirin, ist das fein für dich? Ja, klar. Hier sind noch zwei und alle, die noch keine, schreibt gerne rein. Also einmal schreibt der Max, die Frage interessiert mich selbst auch, habe ich gerade nebenbei schon einmal kurz gelesen. Und zwar, hey Quirin, macht ihr auch Neukunden für die Autohäuser? Wenn ja, wie? Würde mich auch total interessieren. Machen wir nicht. Weil wir wirklich sagen, wir machen nur das, was uns intern wirklich antreibt, weil wir sagen, wir können damit ein Menschenleben verändern. Und das andere ist, wir machen nur das, was wir wirklich, wirklich gut machen. Wir helfen denen intern so ein bisschen mit Digitalisierung, Strukturierung, Prozessualisierung. Die kennen teilweise noch nicht mal Calendly fürs Reifen wechseln lassen, die sich immer noch anrufen. Also solche Sachen, da unterstützen wir gerade. Aber Neukundengewinnung, das ist noch nicht Teil von unserem Portfolio. Okay, perfekt. Max, für dich zur Info, du kannst mir gerne mal schreiben, wir haben das nämlich 4 Jahre lang als Agentur mit Funders gemacht und so sind wir auf die Idee zur Software gekommen, weil wir für verschiedene Autohersteller tatsächlich Probefahrtgenerierung gemacht haben und deshalb daraus kam Perspective die Idee tatsächlich. Okay. Max, ich kann dir auch empfehlen, nutz Perspective. Sehr cool. Okay, Sira, wenn ich deinen Namen richtig ausspreche, ich hoffe, das ist okay. Hi, wie funktioniert der Button, der automatisch zu WhatsApp führt? Also wie wird der erstellt? Ja, das habe ich mir gedacht, dass die Frage kommt. Und Sira, schreib mir bitte, ich lasse es meine Kolleginnen beantworten. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Und Sira, für dich zur Info, ich glaube, das muss nicht mal sein, weil wir haben einen eigenen Help-Center-Artikel dafür. Genau, das heißt, wenn du einfach mal ganz kurz unseren Support schreibst, unser Team schreibst, dann können die das weiterleiten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen eigenen Artikel dafür haben, wie du das erstellen kannst. Und zweite Frage, könntest du ein Creative-Beispiel zeigen? Ich glaube, da ist die Zeit jetzt fast schon so ein bisschen vorbei. Ja, genau, habe ich jetzt auch nicht vorbereitet, aber wie auch immer das ist, schreibt es mir, ich habe da gar keinen Stress damit, ich teile euch das, kein Ding. Super. Hey, mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch allen, die live dabei seid, bitte zeigt, gebt uns mal einen Daumen nach oben hier oder kommentiert auch gerne. Für den Algorithmus ist super gut. Ich fand es super, super cool mit dir. Bist echt auch ein richtig cooler Typ. Und ich überlege gleich mal im Nachgang von zu diesem Gespräch hier, welche Autohäuser ich noch kenne, um dir da vielleicht auch mal einen Kontakt herzustellen, weil ich finde, ihr macht echt einen super Job und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Okay. Und bis ganz bald hoffentlich. Auf jeden Fall. Danke, Michi. Danke euch fürs Zuschauen. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.